Aufklären durch Berichten. Das ist seit mehr als 10 Jahren der Auftrag der Zeitzeugenbörse Hamburg. Ihre Mitglieder schildern an Schulen und auf Veranstaltungen, wie hier im Hamburger Rathaus, ihren erlebten Alltag in der NS-Zeit. Da standen die Nazis gröhlend herum und da war so ein Geschäft, da hatten die dran geschrieben mit weißer Farbe, Jude, ganz groß an den Schaufensterscheiben. Und es dauerte auch nicht lange, einer der Nationalsozialisten, SA-Leute, nahm einen Knüppel und schlug die Scheiben ein. Boah! Und die Menschen standen drumherum, es war eine Traube, vielleicht so 40, 50 Leute, alle guckten sich das an, keiner tat etwas. Und wenn ich heute hier sitze und Sie anschaue, euch anschaue, dann könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie es 1945 war, als endlich, ich sage endlich, die Siegermächte uns besiegt hatten und von den Nationalsozialisten uns befreiten. Das war ein solches Glücksgefühl für mich, da ich ja kein Nazi war, unvorstellbar. Und ich war auch fest davon überzeugt, dass es nie wieder einen Krieg geben wird. Es wird nie wieder, es kann gar nicht anders sein. Hamburg ist ein Trümmerfeld. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie Hamburg aussah. Grau ändert, alles war zerstört. Gott sei Dank dieses wunderschöne Rathaus nicht. Und ich war fest davon überzeugt, wir werden nie wieder Soldaten haben, wir werden nie wieder Waffen haben. Das muss doch wohl jedem klar sein, dass Krieg etwas Grauenhaftes ist. Und dieses Grauenhafte oder diese innere Einstellung möchte ich Jugendlichen vermitteln und sagen, achtet darauf, seid nett, fröhlich, genießt euer junges Leben, ein tolles Leben vor euch, wunderschön. Aber vergesst nicht darauf zu achten, dass wir sowas wohl bitte nie wieder bekommen. Die Arbeit der Zeitzeugenbörse ist ein wichtiger Beitrag zur Bewahrung unseres kollektiven Gedächtnisses. Das Projekt Videodatenbank Hamburger Zeitzeugen kann die Erinnerung lebendig halten und das Erlebte in die Zukunft retten.